Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Gäste im Studio, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer nunmehr fünften Live-Sendung von Mittenmang hier bei Alex Berlin. Diesmal läuft sie unter dem Titel Einsamkeit im Alter. Das Thema ist groß. Einsamkeit kann viele Gesichter haben. Sie kann Junge und Alte betreffen. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie Betroffene sie empfinden, welche Ängste sie auslösen kann. Wir wollen aber auch darüber reden und fragen, was Politik, sprich Politikerinnen und Politiker, tun können, um Einsamkeit zu bekämpfen, ob sie das Problem überhaupt schon erkannt haben. Und schließlich wollen wir noch ein paar Wege aus der Einsamkeit aufzeigen, welche Angebote es gibt und wie man sich eventuell aus dieser Einsamkeit heraus bewegen kann. Wir sind froh darüber, dass wir heute kompetente Gäste für dieses Thema einladen konnten. Begrüßen Sie mit uns Katja Kipping, die Senatorin für Arbeit und Soziales von Berlin, Susanne Buss, die Vorstandsvorsitzende der Volkssolidarität in Berlin, Elke Schilling vom Silbernetz, Anna Kamit vom Verein der Freunde alter Menschen, Katharina Behrendt, die zusammen mit ihrem Mann eine Selbsthilfegruppe gegen Einsamkeit gegründet hat, sowie Isolde Walter und Christa Donner, die sich mit dem Thema längere Zeit beschäftigt haben. Aber auch drei Männer sind unserer Einladung gefolgt. Begrüßen wir Sie mit uns Peter Witt, den Vorsitzenden der Seniorenvertretung Tempelhof Schöneberg, Hamse Modalla, der ein Seniorencafé im Deutsch-Arabischen Zentrum für Bildung und Integration in Neukölln leitet, sowie Peter von Herwart, der den hemdsärmlich gesagt die Mitarbeit bei unserer Seniorenredaktion Mittenmang der Einsamkeit entrissen hat. Musikalisch begleitet uns diesmal Michael Seidler auf dem Handpan. Wir sind Axel Gebauer und Harald Mühle. Was sagt unser guter alter Erich Kästner zum Thema Einsamkeit? Einsam bist du sehr alleine. Aus der Wanduhr tropft die Zeit. Stehst am Fenster, starrst auf Steine. Träumst von Liebe, glaubst an keine. Kennst das Leben, weißt Bescheid. Einsam bist du sehr alleine. Und am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit. Schauen wir uns kurz eine bildliche Umsetzung dieses Themas an. Thank you.
In unserer ersten Gesprächsrunde beschäftigt uns die Frage, kann man sich eigentlich auf das Alter vorbereiten, um Einsamkeit zu vermeiden? Unsere erste Gesprächspartnerin ist Isolde Walter. Du lebst im idyllischen Köpenick alleine und bist trotzdem nicht einsam. Wie hast du das geschafft? Ja, ein bisschen von dem, was man sich merken sollte, lag schon in deiner Frage. Nämlich, wie bereitet man sich, wenn man aus dem Berufsleben ausscheidet, auf das weitere Leben vor? Und da man viele Arbeitskollegen hat, die ja dann im Laufe des Arbeitslebens zu Freunden geworden sind, sollte man sich zum Beispiel diese Menschen schon mal zur Seite nehmen, sollte den Kontakt mit ihnen halten und sollte immer füreinander da sein. Natürlich muss man dann auch, wenn man nun nicht mehr arbeitet, in seinem Umfeld neue Ziele suchen. Und das muss man unbedingt alleine machen. Es kommt niemand und klingelt und sagt, ich habe gehört, Sie sind so allein. Da kommt keiner. Das muss man alles alleine bewerkstelligen. Und ich zum Beispiel erzähle jetzt mal aus dem Leben, wie ich jetzt lebe. Ich habe mir also eine sportliche Seite gesucht, gehe zweimal in der Woche zum Sport. Viele sagen, ja, das kannst du doch auch zu Hause machen. Das ist aber nicht dasselbe. Wenn ich zum Sport gehe, da treffe ich Leute, mit denen kann man sich ein bisschen unterhalten, kann ein bisschen plauschen und hat hier und da auch mal gemeinsame Treffs. Ein weiterer großer Punkt ist, dass ich in einem Chor singe. Da sagt man ja immer, singen ist gut für die Seele, ist auch gut fürs Gedächtnis. Naja, und all diese Dinge, die muss man sich aber alleine suchen. Stichwort Hausgemeinschaft. Hausgemeinschaft ist was sehr, sehr Wichtiges. Ich habe ja nun die größte Zeit meines Lebens in der DDR gelebt. Und jetzt mögen vielleicht manche Leute sagen, ja, das war ja alles erzwungen oder das musstet ihr machen. Das stimmt nicht. Wir waren eine Hausgemeinschaft. Wir sind zusammen in die Genossenschaft eingetreten. Wir sind dann zusammen eingezogen und haben uns schon beim Einziehen geholfen und haben diese Hausgemeinschaft im Laufe der Jahre gepflegt und sind immer füreinander da gewesen. Nun, nach der Wende, bin ich in ein anderes Haus gezogen. Und da sind zum Beispiel auch Leute, die ehemals in Süddeutschland gewohnt haben. Und die empfinden es als ausgesprochen angenehm, dass man so eine Hausgemeinschaft hat und so füreinander da ist. Das bedeutet ja nicht, dass man jetzt jeden Tag klingeln geht und mit dem anderen redet. Nein, aber wenn es hart auf hart kommt, also ich hätte zum Beispiel mindestens 5 Leute, wo ich klingeln könnte, wenn ich in Not bin oder mal meinen Schlüssel irgendwie abgeben muss. Das ist so im Laufe der Zeit, es sind auch schon über 20 Jahre, gewachsen. Und das muss aber auch sein. Man muss füreinander da sein. Und damit vermeidet man Einsamkeit. Ja, danke, liebe Isolde. Ich übergebe dann mal an Harald. Ja, machen wir weiter mit Christa Donner. Christa, wir haben uns vor 11 Jahren kennengelernt. Du hast damals bei Alex Berlin das Projekt Lebenserfahrung ins TV gestartet und ich war einer der Teilnehmer an diesem Projekt. Im Verlaufe der 6 Monate unserer Ausbildung haben wir von dir allerhand erfahren, so wie du von uns auch natürlich. So hast du uns erzählt, dass du dich in einer Initiative engagierst, in der es um gemeinschaftsorientiertes und generationenübergreifendes Wohnen geht. Was hat dich dazu bewogen? Ja, also ich bin Single und mir war klar, dass wenn ich berentet würde, ich, wenn es mir irgendwann mal schlechter gehen würde, auf keinen Fall in ein Altersheim gehen wollte. Und ich habe mich zunächst in Baugruppen engagiert, aber bin dann, also was du jetzt zitiert hast, das ist die Genossenschaft Möckernkiez für Gemeinschaft, also generationenverbindend, ökologisch,
barrierefrei. Da bin ich dann kurz nach meiner Berentung eingetreten, sehr begeistert und vor 5 Jahren dort auch eingezogen. Und ich muss aber sagen, zum Thema Einsamkeit, also wenn ich sowas gemacht habe, das heißt nicht, dass ich nicht ab und zu Gefühle von Einsamkeit habe. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Also ich finde, Alleinsein ist was, was sehr gut für den Menschen ist. Also so sich selber zu reflektieren, nachzudenken oder aber einfach auch so laissez-faire, einfach mal nur so da sein. Das finde ich ganz wichtig. Und ich persönlich brauche das auch sehr. Aber Einsamkeit ist eben ja so ein Gefühl von Mangel. Ne? Mir fehlt was. Ich brauchte jetzt jemanden zum Reden und so. Also die Tatsache, dass ich da in dieser wunderschönen Möckernkiez-Genossenschaft lebe, ist nicht so ein Allheilmittel gegen Einsamkeit. Ich mache darüber hinaus, also ich mache sehr viel ehrenamtlich, weil ich auch, was meine Vorgängerin auch gesagt hat, generell so Kontakt suche außerhalb, also wenn man nicht mehr berufstätig ist und alleine lebt, brauchst du ja Kontakte. Du möchtest dich austauschen, du möchtest reden, du möchtest Spaß haben. Und also neben Sport mache ich eben sehr viel ehrenamtlich innerhalb der Genossenschaft. Und das ist wichtig für viele Kontakte, aber ich denke, es hat trotzdem Grenzen. Also ich bin zum Beispiel vor gut 20 Jahren, nee, fast 30 Jahren aus Köln weggezogen, wo ich lange gelebt hatte, und bin nach Berlin gekommen. Und da war ich 50 und ich habe es empfunden, dass es sehr schwer ist, in dem Alter noch so Freundschaften einzugehen. Das heißt, wenn ich jetzt auch viele Kontakte habe, aber so dieses ganz Innige mit der Freundin, die ich kennengelernt habe, als wir zur Schule gingen oder als wir 20 waren, das entsteht für mein Gefühl heute nicht mehr. Also ich kann gut haben, also ich kann gut Gesellschaft haben, aber so was Inniges, was auch dann das Mittel gegen Einsamkeit wäre, das, finde ich, fällt im Alter schwerer, weil man eben nicht mehr so offen ist. Also ich merke es bei mir, ich kann das nur von mir sagen. Ich weiß irgendwie im Leben genau, was ich will, und ich bin dann auch kritisch gegenüber anderen. Und ich bin nicht mehr so offen, wie ich früher war. Und das schließt auch bestimmte Freundschaften, schließt das einfach auch aus. Insofern ist das zum Teil auch ein selbstgemachtes Alleinsein oder Einsamkeit. Du hast gesagt, dass du nicht ganz frei von Einsamkeit bist. Wie fühlst du dich in diesen Augenblicken? Uff, traurig, irgendwie bedürftig. So, da sollte jetzt ja jemand sein, der mir mal zuhört oder mir mal einen Impuls gibt. Ja, und dann, was machst du dann? In dem Augenblick, ich meine, du hast jetzt gesagt, was du allgemein tust, aber ja, was machst du in diesem Augenblick? Och, ich gucke aus dem Fenster, ich stricke, vielleicht mache ich das Radio an, ich muffle vor mich hin. Okay. Haben sich denn deine Hoffnungen auf dieses Wohnprojekt erfüllt, was deine Altersvorsorge betrifft, wenn ich mal so sagen, ja? Ja und nein. Also überwiegend hat es sich total erfüllt. Es ist eine wunderbare, große Gemeinschaft. Ich hatte erwartet, dass wir hatten eine lange Vorbereitungszeit, also 7 Jahre. Und da waren wir vorher schon sehr zusammengewachsen in Arbeitsgruppen und in der Vorbereitung. Und die Vorfreude war riesig. Und ich habe gedacht, dass dieser Elan und diese Verbindung, die wir untereinander hatten, dass das so immer weitergehen würde, aber das ist eben nicht. Und es engagieren sich auch, und das ist klar, wahrscheinlich in ganz vielen Projekten so,
nur ungefähr 10, 15, 20% von allen, die wir da sind. Und das macht mich traurig. Also da hatte ich einfach andere Erwartungen. Aber die sind auch ein bisschen illusorisch. Also ich dachte, wir wären dann so eine riesige, riesige, tolle Gemeinschaft. Und das ist nicht ganz so. Dankeschön. Axel, bist du? Ja, dann freue ich mich auf unseren nächsten Gast, Herrn Muldalla. Sie sind ja nun vor über 60 Jahren aus Jordanien nach Deutschland gekommen. Sie und viele andere Migranten, Migrantinnen sind geblieben und mittlerweile im Seniorenalter. Sie sind sehr aktiv im Deutsch-Arabischen Zentrum. Regelmäßig ist ja dort auch das Seniorencafé. Erleben eigentlich unsere arabischstämmigen Seniorinnen und Senioren Einsamkeit anders als ihre deutschen Nachbarn? Ja, also das ist ein großer Unterschied zwischen unserer Gesellschaft und hier. In Arabien ist Einsamkeit klein geschrieben. Weil die Familienverhältnisse dort ist so stark. Also sie lassen die alten Männer nicht allein. Entweder die Kinder, die Töchter, die Enkelkinder, immer zusammen. Ich fühle das jetzt, also vor kurzem, meine Kinder haben mir gesagt, also seit 3, 4 Jahren habe ich nichts zu tun, also ich bekomme keine Post. Sie haben alles in der Hand genommen. Und sie haben so erklärt, du hast für uns viel gemacht. Und tatsächlich, die 5 Kinder, sie haben alle die Uni fertig gemacht und sie sind erfolgreich bei ihrem Beruf. Von meinen Landsleuten, ich kenne ein paar Fälle, die sehe ich nicht mehr. Die sind alt geworden. Ich bin älter als sie. Ich bin 84. Und sie lassen sich nicht sehen. Sie sind zu Hause. Sie machen keinen Kontakt mehr mit. Ich bin sehr aktiv also mit unserer Gemeinde. Ich bin Ehrenberater in die Deutsch-Arabische Zentrum. Mit unseren Organisationen und die anderen fremden Organisationen. Und für mein soziales Engagement habe ich die Berliner Ehrennadel bekommen. Ich bin ein Kontaktmensch. Die Araber hier, sie kamen nicht so wie unsere Zeit vor 60 Jahren, vor ein paar Jahren hier. Sie haben ihre Heimat verlassen für viele Gründe. Entweder politische Gründe, Gründe oder Naturkatastrophen oder Arbeitssuchenden. Es ist ganz anders geworden. Aber sie haben also in die Gesellschaft hier in Deutschland sofort Kontakt gefunden mit der Jugend, also die Kontakte mit der europäischen Jugend ist schnell gegangen. Hier ist ganz anderes. Hier sind so viele Gemeinden, so viele Sportplätze, so viele Güterhäuser. Sie können sich bewegen. Natürlich also die jungen Leute, also ach, meine Mutter ist nicht da, mein Vater ist nicht da. Das ist normal bei den Menschen. Deshalb sie finden also im Sommer also bei den Ferien, sie fahren alle nach Hause, sie wollen die Familie kennenlernen. Aber die Einsamkeit bei unserer Gesellschaft ist nicht nur stark geschrieben, nicht so wie hier. Und hier, ich bin die Meinung, sie fühlen das nicht, wie die Dame gesagt hat. Sie haben alles hier. Sie kennen ihre Freunde, sie können da gehen und da gehen und aktiv sein, Sport, Museums, spazieren, Urlaub machen. Das haben wir nicht.
Wir haben in dieser Gesellschaft wirklich zurecht bekommen. Manche sind zufrieden von Natur, manche von Natur überhaupt nicht zufrieden. Sie können machen, was sie wollen. Wir müssen also, was ich meinen Landsleuten immer erzählen und Vorschläge machen. Wir müssen Kontakt machen, wo mit das Volk, wo wir leben, damit du und nicht allein lebst und zu Hause bleibst und so weiter. Geh, mach Kontakt. Gibt es Gott sei Dank jetzt so viele Organisationen für die Araber und für die Ausländer, wo sie ihre Landsleute also mit sich kümmern und auch zur Schule gehen und unsere Sprache lernen und die Sitten von uns, das Volk. Herr Modella, darf ich mal kurz? Ja, ja bitte. Ich habe jetzt gemerkt, das ist eine äußerst interessante Sache, über die wir noch mindestens eine Stunde reden könnten. Sehr engagiert im Seniorencafé. Nochmal ganz herzlichen Dank. Vielleicht ergibt sich nachher noch mal kurz die Gelegenheit. Ich würde jetzt noch mal für unseren nächsten Gesprächsgast an den Harald übergehen. Habe ich so viel gejagt? Nein, Sie haben schon ganz... Alles gut. Ja. Die Botschaft ist sehr gut rübergekommen. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Gut. Wir möchten ja unter anderem auch unserem Gast und dem Mitglied unserer Mittenmann-Gruppe, Peter von Herwart, noch ein bisschen befragen zum Thema. Peter, wir haben gerade in dem Film, das warst du ja, der da dargestellt wurde, der dich als einsamen Menschen zeigt. Warst du wirklich mal so einsam? Nicht wirklich. So schlimm war es nicht. Aber ich denke, die meisten Menschen denken, bevor sie in den ewigen Ruhestand gehen, also alle Arbeit sein lassen, sehr viel darüber nach, wie das sein könnte. Und es kommt immer ganz anders. Also das kann sich die Fantasie nicht ausmalen, wie man dann plötzlich dasteht. Ich glaube, ich wurde so ein Langweiler, dass sie auch noch meine Lebensgefährtin getrennt hat von mir. Und ja, das ist ein bisschen dann ein Strudel, irgendein Sog, der einen in die Couch-Ecke ziehen könnte. Bin ich von der Art nicht gestaltet. Ich war Dokumentarist und in meinem Leben in der ganzen Welt ständig unterwegs und nur plötzlich gar nichts mehr. Das konnte nicht sein. Ich will es nicht so lang machen, der Zufall hat mich dann in die Gruppe Mittenmann geführt. Warte mal, vorher noch eine Zwischenfrage. Was hat denn das mit dir gemacht? Wie hast du dich denn damals gefühlt? Das ist schwer zu beschreiben. Wenn man da sitzt und hat eigentlich selbst angesagt, bitte keinen Anruf mehr, ich bin jetzt in Rente. Ich bin mit 72 in Rente gegangen und dachte, das hätte ich mir verdient. Hat sich so ergeben. Aber dass du plötzlich nicht mehr gebraucht wirst, dich mit irgendwas beschäftigen soll, was dich vielleicht gar nicht interessiert. Zum Beispiel Sport interessiert mich überhaupt nicht. Ich gehe also nicht Sport machen. Dadurch bin ich sehr gut gesund geblieben. Nichts ist kaputt. Alle Knie, Hüften, alles funktioniert noch gut. Also ich bin trotz 83 sehr gesund und gut drauf. Ja, aber das Gefühl war derartig, dass ich sofort natürlich meine Freunde aktiviert habe, meinen alten Schulfreund geschnappt habe. Ich habe natürlich ähnlich alte Freunde, denen es dreckiger geht. Ich besuche jede Woche einmal einen, der wegen großer Rückenprobleme nur noch im Sessel zu Hause sitzt und natürlich darauf angewiesen ist, Kontakte zu haben. Ich habe einen Freund verloren, der hat sich derartig zurückgezogen, dass er auch alle seine Freunde vergrault hat und letztendlich ja, bewegungsarm am Tisch saß, aussah wie ein Skelett und einsam gestorben ist. Einfach so vor Einsamkeit und Langeweile.
Und das konnte mir nicht passieren, dazu war ich vorher zu aktiv. Das ist ein interessanter Aspekt, weil man sagt ja auch, Einsamkeit macht krank. War denn diese Gefahr bei dir auch mal? Hast du sowas gespürt? Eigentlich, psychisch hat mich das nie getroffen. Es soll sogar organisch krank machen. Ja, es soll auch körperlich krank machen. Nee, darüber kann ich nicht klagen. Nee. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ja quasi die Erlösung auch rechtzeitig kam, dadurch, dass ich war ja mit meinem Freund, von dem ich gerade erzählt habe, den ich auch aktiviert habe, viel auf Reisen bis nach Tibet. Und auf einer der Reisen kam dann also der Kontakt zu der Gruppe mit dem Mang zustande. Und das muss ich unbedingt sagen, das war für mich genau das Richtige. Ich konnte in etwa mit meiner Berufserfahrung ein wenig weitermachen, nicht mehr so gefordert wie vorher. Und es ist eine Ansammlung von sehr intelligenten Menschen, bei denen ich auch noch einiges lernen kann, auch wenn ich um einiges älter bin. Und das tue ich sehr gerne. Ich habe Freunde gefunden, weil ich gerade gehört habe, dass es ja in diesem Alter furchtbar schwer ist, wieder einen etwas engeren Kontakt zu schließen. Ich muss sagen, dass der mich hier befragende Moderator wirklich mein echter naher Freund geworden ist. Das freut mich ganz besonders. Aber ich halte auch den Kontakt zu meinen alten Freunden, also noch aus der Schulzeit, also über 60 Jahre. Und das hilft schon ganz ungemein. Also ich darf nicht sitzen bleiben zu Hause, nicht? Danke. Ich will nur noch eins sagen, diese Strömung, von der ich sprach, die einen in die Couch-Ecke zieht, da versucht man sich frei zu strampeln und denkt in dem Moment nicht daran, dass es jede Menge Rettungsschwimmer gibt, über die wir wahrscheinlich reden müssen. Ja, das ist ja wie am Strand, Organisationen, die sich kümmern, damit der da nicht im Strudel verschwindet. Na, dann hoffen wir doch eigentlich, dass der Einspieler, der jetzt folgt, nicht unser Los sein wird. Stehst am Fenster, starrst auf Steine. Der alte Mann am Fenster, er kickt dem Leben draußen zu. Er lehnt auf seinem Kissen und ist mit viel auf Du und Du. Er kennt von jedem alles, doch davon tritt er nie weit breit. Und schließt er abends sein Fenster, dann bleibt ihm nur die Einsamkeit. Natürlich gibt's auch andere, den jätet auf'n Keks. Der Alte da am Fenster und det von früh bis spät. Doch lässt der Mann auf die Art die Welt zu sich herein. Det find ich so viel besser, als nur für sich zu sein. Ich hab, seitdem ich Kind war, den alten Mann gesehen. Und wenn ich heut vorbeigehe, bleib ich noch immer stehen. Ja, wir haben nun einiges darüber erfahren, wodurch Menschen Einsamkeit drohen kann und wie sie damit umgehen. Unsere kleinen Filme haben gezeigt, wie sich diese Erfahrungen auf das Leben der Betroffenen auswirken können. In der zweiten Gesprächsrunde jetzt wollen wir erfahren, ob Politikerinnen und Politiker schon erkannt haben, dass Einsamkeit im Alter ein möglicherweise sogar wachsendes Problem in der Großstadt darstellen und was sie dagegen unternehmen wollen. Axel wird die Runde mit den Fragen an die Senatorin für Arbeit und Soziales von Berlin, Katja Kipping, eröffnen. Zur Besinnung zwischendurch schlage ich vor, dass Michael Seidler uns mal das Stück Vollmond zu Gehör bringt.
Ja, Frau Kipping, wir kennen Sie ja, denke ich, wohl alle aus dem Fernsehen, wenigstens von da. Über ein Jahr stand ja neben der Obdachlosenproblematik und der Kältehilfe vor allem die Unterbringung und Betreuung zehntausender Flüchtlinge eine derart herausragende Rolle, dass ich Sie mal als erstes fragen möchte, inwiefern Sie da noch Zeit und Kraft haben, sich des Themas Einsamkeit im Alter zu widmen. Ja, generell das ganze Thema Seniorenpolitik hat ja auch unsere Arbeit begleitet und es gab viele Themen, die wir bearbeitet haben, die halt nicht es in die Abendschau geschafft haben, die aber genauso wichtig waren und wo ich es manchmal schade fand. Und das Thema Seniorenpolitik ist so eins, weil es gibt ja in Berlin sehr rege Seniorenbeteiligung mit den Seniorenvertretungen. Wir hatten die Seniorenwahlen in den Bezirken und wir haben diese wunderbare Institution Seniorenwoche. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das auch mal ab und zu etwas Fokus Öffentlichkeit gibt, weil das, was da passiert ist, wir haben das ja unterstützt als Senatsverwaltung und mit organisiert, aber ganz viel ist ja von Senioren gekommen. Das hätte viel, viel mehr Licht der Öffentlichkeit und Scheinwerferlicht verdient. Und deswegen an dieser Stelle gleich ein kleiner Werbeblock. Die Seniorenwochen in diesem Jahr beginnen am 24. Juni. Sie geht eine Woche lang und die Überschrift oder das Thema, was ich dann auch vorgeschlagen habe, lautet halt gemeinsam statt einsam, um genau dieser Einsamkeit entgegenzuwirken. Und ein paar Akteure, die was gegen Einsamkeit machen, lernen wir ja noch kennen. Das Silbernetz ist eins, dann gibt es ja von der AWO organisiert ein wunderbares Seniorennetz, wo man einfach eingeben kann bei sich vor Ort, welche Interessen hat man, häkelt man lieber, macht man eher Sport, wie ist man in der Orientierung, wie ist man sprachlich, was ist die Muttersprache und es wird dann geschaut, ein passendes Angebot bei sich vor Ort, also egal ob Sportmuffel oder Häkelmuffel oder das gerne macht, da gibt es jede Menge Angebote und manchmal denke ich, wir wissen gar nicht, was es für einen Schatz eigentlich in der Berliner Zivilgesellschaft gibt. Ja, danke. Das Betreiben und die Schaffung von Begegnungsstätten haben Sie ja eigentlich jetzt auch schon angedeutet oder Kiezclubs ist ja da ein wirklich sehr wichtiger Lösungsansatz. Der Senat hat sich ja vorgenommen, dass in jeder Bezirksregion ein solcher Club vorhanden ist. Hat man es dann auch nicht so weit. Wie ist denn der aktuelle Stand? Brauchen wir noch mehr solcher Clubs? Also Kiezclub ist eine Instanz, da entscheiden ja die Bezirke, wo das hinkommt. Und ein Vorhaben war zu sagen, wir haben ja die Stadtteilzentren, da war die Sozialverwaltung mit zuständig. Und der Plan war, 10 neue Stadtteilzentren zu schaffen und das läuft, das wird gerade in die Wege geleitet. Ich will aber gern mal einen Schritt zurückgehen, weil als das anfing mit der Energiekrise und den Energiekosten, hatten wir eher die Rückmeldung, dass viele Begegnungsorte darüber nachdenken, ihr Angebot einzuschränken, weil sie die hohen Energiepreise nicht mehr bezahlen konnten. Da habe ich gedacht, das ist jetzt echt das Schlimmste, was uns passieren kann. 2 Corona-Winter, wo man den Seniorinnen gesagt hat, bleibt lieber zu Hause, ihr seid Risikogruppe. Und jetzt ein Winter, wo Sie sagen, naja, aus dem Haus gehen kostet in der Regel Geld. Das kann man sich nur noch bedingt haben, nicht alle. Und dann sitze ich zu Hause und dort ist es auch noch kalt. Und dann haben wir halt, habe ich gesagt, jetzt müssen wir irgendwas machen. Da war das die Idee hinter dem Netzwerk der Wärme. Und ich habe mich sehr gefreut, wie Akteure, eines heute hier, die Volkssolidarität sofort gesagt haben, genau, jetzt muss man eher mehr Angebote schaffen und mehr einladen, auch um Menschen Hemmung zu nehmen. Weil wir wissen, es gibt gerade in der, ich sage ja immer, lebenserfahreneren Generation Menschen, die ihr Leben mit verdammt wenig Geld über die Runden gekommen sind, die darauf sehr stolz waren und die noch dieses Gefühl haben, ich muss es doch alleine schaffen. Und denen zu sagen, wenn ihr zum Beispiel Anspruch auf Sozialleistungen habt, die zu beantragen, ist überhaupt nicht ehrenrührig. Das ist eine Voraussetzung, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Weil um zum Sport zu gehen, um sich wo mit jemandem zu treffen, braucht man in der Regel ein bisschen was. Kein Vermögen, aber ein bisschen Geld. Aber eben auch zu sagen, zu Tagestreffs zu gehen, irgendwo, was es gibt, das ist ja eher was Schönes. Das ist ja nicht, dass man da irgendwie in Scheitern eingestehen muss. Und das war ganz interessant, dass wir das gestartet haben, habe ich gemerkt, ist viel Energie freigesetzt worden. Und dann gab es aber auch Medien, die gesagt haben, na Moment, bei den Treffpunkten sind ja nicht nur Leute, die aussehen, als ob sie obdachlos sind. Nee, genau darum geht es ja, dass alle, ja, ohne dass gefragt wird, bist du auch wirklich ganz arm, dass du zu uns kommen darfst, sondern eher zu sagen, es ist ja vielleicht auch schön, wenn mal Reichere auf Menschen treffen, die jeden Euro umdrehen müssen. Also sowas zu schaffen,
Da haben wir ein bisschen was angeschoben. Das war nur möglich, weil wir so viele tolle Akteure in Berlin haben, die das sofort mit Leben gefüllt haben. Nun haben wir ja mitbekommen in unserer bisherigen Arbeit in der Seniorenredaktion, dass die Finanzierung dieser Einrichtung, der Begegnungsstätten und Kiezclubs in jedem Bezirk anders geregelt ist. Einige sind ganz gut dran, da hat die Bezirksverwaltung das in ihrem Haushaltsplan drin. Andere müssen sehen, wie sie Personal und Geld bekommen. Haben Sie als Senatorin da das mal im Überblick oder in Angriff genommen, dass Sie sagen, wir wollen das mal bündeln, dass das einheitlich klappt und dass jeder Bezirk etwa gleich gut ausgestattet wird? Also was wir geschafft haben ist oder woran wir arbeiten ist, dass die Orte, die von Senatsseite finanziert und unterstützt werden, die Stadtteilzentren, dass es dort auch eine gleichberechtigte Verteilung gibt und auch in einem Bezirk nicht alles im einen ist, sondern verteilt wird. Aber in die Berliner Verfassung fest reingeschrieben ist diese Zweistufigkeit, die Bezirke und der Senat. Das kann man auch nicht einfach so aushebeln. Und in der Tat habe ich schon gemerkt, es ist gar nicht eine Frage, wer kriegt mehr Geld und wer kriegt weniger Geld, sondern gibt es vor Ort Menschen, die alles tun, um Dinge zu ermöglichen? Oder gibt es, also ich habe das in der Krise gelernt, es gibt irgendwie fast über Parteigrenzen hinweg, kann man sagen, so Problemlöser, Teamproblemlösung und Teamproblemwälzer. Und was unglaublich schwer ist, wie gehst du damit um, wenn du an entscheidender Stelle in einem Bezirk Problemwälzer hast? Dann schreibst du, machst du ein Schreiben nach dem anderen, räumst eine Sorge nach der anderen um. Also beim Netzwerk der Wärme war das so bezeichnend, es gab Bezirke, die waren, da hatten wir noch gar nicht richtig den Nachtragshaushalt beschlossen, haben die gesagt, wir holen alle Akteure zusammen, jeder kann was an Ideen einreichen und dann haben die Millionen, die wir jedem Bezirk gegeben hatten, also beim Netzwerk der Wärme hatte jeder Bezirk 1 Million, die sie geben konnten zur Verstärkung, hat das umgesetzt, es sind tolle Sachen entstanden. Und woanders, glaube bis heute, bekomme ich Nachfragen, weil sie sich nicht getrauen, da irgendwas in die Wege zu leiten. Also, und das tut mir so leid, weil ich weiß, in jedem Bezirk gibt es tolle Akteure in der Zivilgesellschaft. Aber das ist so in der Verfassung von Berlin festgeschrieben mit den Bezirken. Ein anderes Problem, auf das wir gestoßen sind, ist ja die ressortübergreifende Zusammenarbeit. Ich habe mich mal in meinem privaten Wohnumfeld in Wendenschloss in Köpenick umgesehen. Nachverdichtung der Wohngebiete, teure Neubauten, die in ihrer Bebauungsdichte mitunter an Hinterhofviertel erinnern, entfernt von Bänken in den öffentlichen Parks, keine oder fast keine Sitzgelegenheiten in den Forsten. So meine Beobachtung. Wie kann und soll eigentlich sozusagen die Schaffung eines seniorengerechten Wohnumfeldes in Zusammenarbeit mit anderen Senatsverwaltung gestaltet werden? Oder gibt es da eigentlich schon in der Praxis Fortschritte? Es muss noch deutlich mehr Fortschritte geben, weil Sie nennen das jetzt seniorengerecht. Wir könnten auch sagen, wenn man eher von der Inklusion kommt, zu einer Barrierefreiheit gehört, dass man einfach überall eine Bank hat, um sich hinzusetzen. Und das kann man übrigens in jedem Lebensalter mal in die Situation kommen, dass man das braucht. Also ich habe mal, als ich mir einen Fuß verstaucht habe, gemerkt, da hatte ich das Gefühl, mein Seniorenalter ist noch eine Weile hin, aber ich brauchte auch alle paar Meter was zum Hinsetzen. Ist blöd, wenn da nichts steht, ja. Oder einfach Barrierefreiheit ist auch, wenn du einen Kinderwagen schieben musst oder wenn du mit einem Rollkoffer irgendwo lang gehst. Also immer wieder würde ich sagen, das muss viel stärker werden. Und was wir immer nur wieder versuchen können, ist, dass es in die gesamte Planung bei allem, wenn was entwickelt wird, dieser Blick mit reinkommt. Aufenthaltsqualität würde ich das nennen. So. Und natürlich, also, und das wäre also auch ein Punkt, wo, um mal ein bisschen zu werben, dass die Bezirks-Seniorenvertretung, die wir haben, die haben ja teilweise auf genau solche Probleme hingewiesen. Ja? Die haben da auch so eine Mahnungsfunktion gehabt. Ja? Also auch das Thema, dass es Barrierefreiheit gibt, aber auch, dass es zum Beispiel immer mal eine Toilette gibt, damit man sozusagen dann nicht das Gefühl hat, man muss gleich wieder schnell nach Hause gehen und so weiter oder einen Kaffee aufsuchen. Das sind so wichtige Hinweise, die gekommen sind. Und ich glaube, hier könnten die Seniorenvertretung, die Seniorenbeiräte noch eine viel wichtigere Rolle spielen. Und die Idee wäre eigentlich, dass jeder, der irgendwas neu entwirft und plant, auch auf deren Stimme hört und Hinweise. Also die Expertise der Praxis muss dazu tragen kommen.
Ja, nun haben wir Sie eingeladen. Eigentlich hätten wir jetzt als Zweiten dazu den Bausenator noch gebraucht, der dann mal sagt, welche Konzepte eigentlich für Berlin entwickelt werden, dass niemand so bauen darf, dass man sich im Umfeld nicht mehr wohlfühlen kann. Ne? Ein anderes Problem, auf das wir gestoßen sind, ist die Bündelung der Einzelaktivitäten. Mir ging es so einfach durch den Kopf, es gibt sehr viele Initiativen. Gibt es bei Ihnen die Idee in der Senatsverwaltung für Soziales, mal zu sagen, wir machen so eine Art Dach, der das bündelt, wo Sie dann wissen oder wo man dann Informationen auch weiterreichen kann an jemanden, der nachfragt oder eben entsprechend Informationen herausgibt? Ich habe so den Eindruck, jeder arbeitet für sich. Ja, ich hatte schon das Gefühl bei dem Senat, dass es gerade durch die vielen Krisen, die wir ja im Staccato bearbeiten mussten, von Corona auf einmal im Mittelpunkt der größten Fluchtbewegung, Krieg wieder in Europa und dann die Energiepreiskrise, dass wir da sehr eng zusammengerückt sind. Und ich glaube, das Beste ist, wenn man einfach die Regeln der guten Zusammenarbeit einhält. Aber ich würde sagen, aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist es gut, Bündelung zu haben. Und da nochmal das, was es als Seniorennetz im Internet gibt, von der AWO ist das mit betreut und das finanziert übrigens das Haus der Gesundheitsverwaltung, um mal über ein anderes Haus zu reden, nicht nur was wir machen, wo es halt, dass einfach Menschen, die auf der Suche sind, davon wissen. Ja? Also eher so zu schauen, wie kriegst du ein Netz über die ganze Stadt gelegt mit Angeboten, dass Menschen davon wissen. Aber ich will noch mal sagen, wahrscheinlich ist es unglaublich wichtig, dass man immer wieder jeder, der eine Entscheidung trifft, sich reinversetzt in eine Situation. Für mich war zum Beispiel, ich habe lange Zeit gedacht, dass eine Rolltreppe barrierefrei ist. Bis ich irgendwann mal mit meiner Großmutter, die konnte noch gehen, aber vor so einer Rolltreppe stand und merkte, da gibt es eine Angst, wenn das nach unten zugeht, da drauf zu treten. Und deswegen haben wir, und das ist was man für alle Altersgruppen sagen muss, jetzt gesagt, man muss so eine Checks durchführen. Also mir hat mich sehr gefreut, das war ein langer Kampf, aber wir haben es jetzt geschafft, dass zum Beispiel Standorte, wo Berufsberatung stattfindet für junge Menschen, dass da nicht einfach nur jemand Externes sagt, na, das wird schon irgendwie barrierefrei sein, sondern da gehen wir mit Betroffenen hin und die machen da einfach einen Praxischeck, laufen durch, Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung, Menschen, die im Rollstuhl sitzen und sagen, das machen wir jetzt einen Praxistest, dann gehe ich nächste Woche auch mit hin, weil ich das stark machen möchte und hoffe, dass eine gewisse Beispielwirkung für andere öffentliche Einrichtungen ausgeht, dass die sagen, Mensch, um wirklich barrierefrei zu sein, müssen wir noch das und das und das mitdenken. Gut, dann würde ich mich fürs Erste erstmal ganz herzlich bedanken. Vielleicht gibt es ja nachher aus der Runde noch diese oder jene Frage an Sie, Frau Kipping. Ich übergebe jetzt mal an Harald wieder. Ja, und ich wende mich gleich mal an Frau Buss. Frau Buss, Sie sind seit Ende 2021 an der Spitze der Volkssolidarität in Berlin. In der Satzung der Berliner Volkssolidarität heißt es unter anderem, dass sie sozialpolitische Interessen in der Öffentlichkeit und in Gremien vertritt. Wie konkret vertreten Sie sozialpolitische Interessen von Senioren? Wir sind ja ein klassischer Verein als solcher. Wir haben also ein Mitgliederleben mit Mitgliedergremien als solche. Und da bekommen wir natürlich immer wieder Rückmeldungen seitens unserer Mitglieder. Was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Wo gibt es Probleme? Wo gibt es Herausforderungen? Und andererseits sind wir auch ein soziales Wohlfahrtsunternehmen. Das heißt, wir haben in Berlin von der Wiege bis zur Bache, sagen wir immer so gerne, von Kindergarteneinrichtungen bis eben zu Seniorenwohnheimen und ambulanten Hospizdiensten, zum Beispiel ambulanter Pflegeeinrichtungen, und sehen da die Probleme auch zum Teil aus einer anderen Perspektive. Einmal aus der Perspektive der Arbeitgeber. Seite und was ist für unsere Klientinnen erforderlich. Und das bringen wir überein. Ich verstehe uns als im Team Problemlöser und bringe uns zum Beispiel im Senat auch ein, in einzelne Arbeitsgruppen, im Berliner Sozialgipfel, im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Wir sind im LSBB vertreten und in den bezirklichen Seniorenvertretungen und schlagen dann aus der Praxis konkrete Lösungen auch vor. Und wir haben das Glück jetzt auch, wir haben ein traditionell gutes Verhältnis auch zum Senat, aber auch zu Senatorin. Da wird halt auch zugehört, das wird halt angenommen und mitgedacht und aufgenommen. Und ich kann das bestätigen, was Frau Kipping gesagt hat, dass wir innerhalb der letzten 3 Jahre auch trägerübergreifend sehr, sehr eng uns austauschen
Wir denken nicht in, das ist meine Einrichtung, das ist deine Einrichtung, sondern wir denken, was können wir im Kiez zum Beispiel schaffen, um Räume zugänglich zu machen, um eben genau solche Hausgemeinschaften vielleicht auch wieder zu fördern. Und dann gehen wir auf die politische Ebene und schauen, was können wir zum Beispiel dem Bausenator vorstellen oder der vielleicht zukünftigen Senatorin oder den AnsprechpartnerInnen, was braucht es, was dann vielleicht auch politisch umgesetzt werden kann. Das ist aber sicherlich nicht kein widerspruchsloser Prozess. Ich nehme an, dass Ihre Vorschläge nicht immer sofort auf ungeteilte Zustimmung stoßen werden. Wie gehen Sie denn damit um? Also grundsätzlich hat man ja Wünsche im Leben. Also ich wünsche mir schon, dass das irgendwann ein widerspruchsloser Prozess ist. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Gut, wir leben halt auch in demokratischen Prozessen. Es gibt Vorschläge, dann wird es erarbeitet, dann haben wir das große Glück oder Glück, wir haben uns das, wir sind als kompetente Ansprechpartner in sehr vielen Gremien und können zum Beispiel in Fachgruppen mitarbeiten, können eben Gesetzesentwürfe kommentieren und dann versuchen wir natürlich die Sicht der Betroffenen und gleichzeitig der praktischen Sicht als aus Unternehmersicht dann auch mit einzubringen. Und dann gilt es natürlich, das auch in die Mitgliedschaft zu vertreten. Das ist dann nochmal wichtig. Vertritt denn die Volkssolidarität auch die Interessen einsamer Menschen? Ja. Wie macht sie das? Einsamkeit, das haben wir ja schon vorhin herausgearbeitet, ist ja nicht zwingend das Thema von älteren Herrschaften oder Damen, sondern es ist ja ein Thema in allen Altersgruppen. Es ist uns wichtig zu schauen, wo tritt Einsamkeit auf, in welchem Zusammenhang und wie können wir dagegen angehen. Zum Beispiel, Stichwort psychische Auffälligkeiten kam ja vorhin schon, können Selbsthilfeangebote geschaffen werden? Können wir das in unseren eigenen Einrichtungen machen, selbst mit den uns gegebenen Ressourcen? Dann ist es gut. Bedarf es vielleicht seitens der Berliner PolitikerInnen da Unterstützung? Dann würden wir das wiederum an den Senat, an die Bezirke heran. Das ist ein Punkt. Und gleichzeitig auch, wir haben ja ein vielfältiges Vereinsleben, das kommt ja nachher im weiteren Part nochmal, dass wir ganz konkret schauen, was können wir für die einzelnen Menschen tun, damit sie eben gerade nicht mehr einsam sind, nicht unbedingt allein, aber nicht mehr einsam, Angebote schaffen, sie aus der häuslichen Umgebung ein Stück weit auch herausholen. Deswegen ja auch das Engagement beim Netzwerk der Wärme, weil zweisam ist man halt weniger einsam, fällt in dem Fall. Und es hilft halt auch nicht immer, miteinander zu telefonieren. Das ist auch eine Erfahrung, die wir aus der Pandemie gemacht haben. Es ist uns sehr gelungen, im Kontakt zu bleiben mit unseren Mitgliedern und auch mit den Mitarbeitenden oder Ehrenamtlichen zu sprechen etc. Aber es ist etwas anderes, ob man 30 Sekunden am Telefon schweigt und das aushält oder ob man gemeinsam zusammensitzt und vielleicht eine Minute bei einer Tasse Kaffee einfach mal nichts sagt. Finden Sie denn, dass in Berlin, dass die Berliner Politik schon genug zum Thema Einsamkeit oder zur Bekämpfung von Einsamkeit tut? Also Luft nach oben ist natürlich immer. Das ist die kurze Antwort. Also nicht genug. Was würden Sie sich denn wünschen? Ich würde mir vor allen Dingen wünschen, oder außerhalb des Konjunktivs, wollen Sie vielleicht vorher, Frau Kipping? Ja. Ich wollte Ihnen gar nicht widersprechen, aber ich würde sagen, also die Grundregel ist im Sozialen, es ist nie genug, was wir machen, egal wie sehr wir uns anstrengen, weil wir einfach auch in einer Gesellschaft leben, wo soziale Nöte gerade eher zunehmen. Aber ich wollte nur sagen, weil wir jetzt so viel über Möglichkeiten der Landespolitik gesprochen haben, Orte der Begegnung schaffen und. Es gibt noch ein ganz wichtiges Instrument, was bei dem Thema nicht verschwiegen werden darf. Armut ist der größte Katalysator für Einsamkeit. Warum? Das wissen wir aus der Armutsforschung. Natürlich, eigentlich braucht man nicht viel Geld, um sich mit Freunden zu treffen. Und trotzdem ist die Erfahrung immer die, wenn Menschen ärmer werden, zum Beispiel weil sie in Sozialleistungen rutschen, reduziert sich der Kosmos immer mehr und oft sagen die am Ende auf die eigenen vier Wände, wenn sie die noch haben. So, weil in unserer Gesellschaft ganz oft jemanden zu treffen immer noch Geld kostet. Es gibt einen Verzehrzwang im Café und. Und deswegen natürlich armutsfeste Renten, armutsfeste Sozialleistungen sind noch kein Ersatz für Begegnung, aber eine wichtige Voraussetzung, um Einsamkeit entgegenzuwirken. So, danke. Ja, dann würde ich mal Peter Witt kurz
zum Interview bitten. Er ist ja, wie vorhin schon gesagt, Vorsitzender der Seniorenvertretung in Tempelhof-Schöneberg. Wie und womit erreicht ihr eigentlich einsame Menschen? Schwierig. Also schwierig insofern, ich habe 2017, da stand ich noch im Arbeitsleben, ich war 40 Jahre bei der BSR beschäftigt und habe mir so noch nie einen Kopf darüber gemacht, über das Thema Einsamkeit. Aber 2017 habe ich das erste Mal kandidiert für die Seniorenvertretung, weil ich wusste, ich steige aus, war immer ein engagierter Mensch und habe gesagt, nee, dann musst du mal gucken, was du später machst. Und bin auch gewählt worden in der Seniorenvertretung, bin auch ziemlich schnell der Vorsitzende auch da geworden und habe dann erst mitbekommen, dass Einsamkeit ein richtig tolles Thema ist. Ein tolles Thema insofern, was positiv wird, weil man das annehmen muss. Wir haben zum Beispiel, wir führen Sprechstunden durch in den Bezirken, überall. Das Problem war nur, die Sprechstunden sind nie angenommen worden. Also von den ganzen Seniorenvertretern, die wir haben und Vertreterinnen, die da wirklich sich wöchentlich immer hingestellt haben, haben gewartet, ist nie einer gekommen. Fanden wir schade und haben immer überlegt, ja, was muss man machen? So, dann haben wir überlegt, ja, naja, wenn die, ich sag mal, die Alten jetzt mal in Anführungsstrichen nicht zu uns kommen, dann müssen wir gucken, wie wir zu den Alten hinkommen. Und haben dann angefangen, sind auf der Straße gegangen und haben geworben. Geworben dafür, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen gucken, was sind eure Bedürfnisse, und das Thema Einsamkeit war immer Nummer eins. Und das zweite Thema, wie ich schon sagte, ist das Thema Armut. Armut spielt ebenfalls eine Rolle. Nun komme ich aus einem Bezirk in Tempelhof-Schöneberg, der ein alternder Bezirk ist, muss man dazu sagen. Das heißt, die Anzahl der 85-Jährigen werden 2040 immer weiter steigen, ja? Sodass das Bedürfnis gerade für das Thema Einsamkeit da ist, unheimlich viel zu machen. Nun sind wir in einer glücklichen Lage in Tempelhof-Schöneberg, deswegen passt das nicht für alle Bezirke. Wir haben 9 Seniorenfreizeitstätten, die mit Hauptamtlichen, Hauptamtlichen sind alle immer Frauen, die Leiterin ist, die sozusagen diese Seniorenfreizeitstätte sozusagen begleitet, und dazu wird sie unterstützt von Ehrenamtlichen. Und deswegen ist mir das auch wichtig, gerade die Ehrenamtlichen, die sorgen dafür mit ihren Engagement, was sie machen, ob sie Sportgruppen machen, Schach spielen, häkeln, stricken und Internet anbieten Hocker, Gymnastik machen und so eine Geschichten, ja, das heißt so. Hochinteressant, das führt die Leute dazu, dass sie aus dem Wohnung rauskommen. Leider Gottes ist es so, dass wir natürlich nicht alle erreichen. Und eins ist ja schon gesagt worden, das Thema Wahlbeteiligung. Wir haben das denn gespürt, weil wir dachten, na okay, wir als Seniorenvertretung in Tempelhof-Schöneberg, wir haben viel gemacht, wir sind also wirklich durch alle Straßen gegangen und haben eine Verteilaktion gemacht, ja, haben die Leute aber nicht erreicht. Und das war traurig gewesen, weil da eins ist ja schon angesprochen worden, dass leider Gottes hier in unserer Stadt die öffentlichen Medien das Thema auch nicht zum Thema gemacht haben. Bedauere ich, weil ich glaube, dass der Aufwand dafür, der betrieben wird alleine für die Wahlen schon, extrem hoch ist. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass die Würdigung derjenigen, die das ehrenamtlich machen, weil die bekommen ja kein Geld, ja, muss man so, das machen die alle in ihrer Freizeit und hoch engagiert, ja. Und das kann ich nicht nur für Tempelhof-Schöneberg, das kann ich für alle Bezirke sagen. Die Seniorenvertreterinnen und Vertreter sind sehr aktiv und versuchen sich gerade für die Interessen der älteren und einsamen Menschen und armen Menschen auch wirklich einzusetzen. Wir haben mittlerweile, das würde ich doch mal sagen, weil wir das auch zum Thema gemacht haben, wir haben eine Seniorenarbeit, die hervorragend arbeitet, muss man sagen, viele Angebote geben, ob es in den Seniorenfreizeitstätten ist oder auch, und das ist uns wichtig, weil das Thema Armut hat eine ganz große Rolle gespielt. Das heißt, dass die Menschen auch am kulturellen Leben teilnehmen können, dass sie Angebote bekommen, die für sie auch finanzierbar sind. Das heißt, es gibt besondere Angebote, die werden an den Bezirk gegeben und die werden dann entsprechend an den Menschen weitergegeben. Und da gibt es einen riesen Verteiler bei uns, die Jana Weinholz, die das sozusagen innehat und die das wirklich mit Herzblut da auch macht, organisieren Dampferfahrten, wo ältere Menschen zusammenkommen, wie ihr sagt, und das kulturelle Leben ist da ganz wichtig. Dazu haben wir jetzt eins gemacht, und das trifft jetzt für andere Bezirke, zumindest für 6 Bezirke zurzeit zu, das Thema Berliner Hausbesuche, wenn das ein Begriff ist, vielleicht ist das da schon angekommen. Berliner Hausbesuche werden über
die Malteser läuft, das wird unterstützt durch das Land Berlin. Und da ist es so, dass Lotsin Menschen anschreiben über den Bezirk, alle, die jetzt 70 Jahre alt sind, die werden angeschrieben mit der Möglichkeit, immer den Gesprächsbedarf abzudecken. Also werden nicht direkt Hausbesuche gemacht, sondern wird gefragt, wenn er die Wünsche ist, dann wird es gemacht, weil viele haben ja doch nicht unbedingt den Mut, die Leute einzuladen. Und da wird genau über die Angebote und die Möglichkeiten wird darüber besprochen. Deswegen finde ich, ist es wichtig, dass solche Sachen in allen Bezirken angeboten wird und dass man an die Menschen einfach rangeht, weil sie wollen angesprochen werden. Weil ich habe immer noch das Bild von mir, gerade mit den Menschen, die aus Fenster gucken. Das soll sein, aber das muss nicht sein, weil soziale Kontakte sind wichtig. Danke. Ja, vielen Dank, Peter Witt. Vor unserer nächsten Gesprächsrunde bitte ich noch mal Herrn Seidler, uns das Stück Spieluhr zu Gehör zu bringen. In unserer dritten Runde wollen wir nun der Frage nachgehen, welche Wege bietet Berlin und das Umland aus der Einsamkeit? Sehen wir uns dazu zunächst einen Einspieler zu den Projekten von Silbernetz und Freunde alter Menschen an. Silbernetz ist ein telefonisches Hilfeangebot für ältere Menschen. Ab 60 Jahren kann man uns anrufen zum einfach mal reden. Bei Silbernetz können Menschen anrufen, die einfach mal sprechen möchten, einfach mal reden, sich austauschen. Man braucht kein konkretes Problem, keine Krise. Wir sind einfach da und bieten ein offenes Ohr am Telefon.
Es gibt Hilfeangebote für Menschen, die Probleme haben, ne, die schwerwiegende Probleme haben, aber zum einfach mal sprechen gab es bis da kein Angebot. Und diese Notwendigkeit hat unsere Gründerin Elke Schilling erkannt und das Silbernetz initiiert und ins Leben gerufen. Es wird schon häufig über die Einsamkeit geredet, über gesundheitliche Probleme, über Probleme im Alltag mit den Nachbarn, mit den Kindern. Aber auch ein Drittel der Menschen sagen einfach danke, dass es euch gibt. Schön, dass ihr mir heute zugehört habt. Und die sprechen auch viele einfach über Alltagsprobleme, die kaputte Waschmaschine oder was einen gerade so beschäftigt. Wir vermitteln Besuchspartnerschaften. Verabredungen, auf die sich die älteren Menschen oft tagelang freuen, Ausflüge und Gespräche, die sie in vollen Zügen genießen. Wir wollen ihnen diese wichtigen sozialen Kontakte wieder ermöglichen. Dafür gibt es den Verein Freunde alter Menschen. Mein Name ist Hanni, ich bin 82 Jahre alt. Ich freue mich jede Woche auf Corinnas Besuch. Ohne Corinna hätte ich ja gar keinen Kontakt. Meistens sind wir bei der Hanni zu Hause und unterhalten uns und sind auch manchmal hier im Garten und ja, füttern die Fische am Teich. Mit Corinna kann ich alles besprechen. Ich kann ja meinen Kummer bei ihr lassen. Sie hört zu, sie ist geduldig. Ja, es ist schön, dass uns der Verein Freunde alter Menschen zusammengebracht hat. Tja, dann begrüße ich gleich als erstes mal Elke Schilling, die Begründerin von Silbernetz. Frau Schilling, was war eigentlich der Auslöser für Sie, diesen Verein zu gründen, der mittlerweile wohl doch bundesweit aktiv ist? Eigentlich ist das eine ganz lange Geschichte, die ich jetzt hier nicht darbieten möchte, weil die Zeit einfach nicht reicht. Es ist einmal die Erfahrung als Seniorenvertreterin, dass wir alte Menschen eigentlich nur ganz schwer erreichen können. Insbesondere die, die eben nicht mehr rausgehen können, weil da kommen wir gar nicht dran. Und das andere war eine Erfahrung mit einem alten Nachbarn, der ein stiller Toter war, der 2 Monate in seiner Wohnung gelegen hat, bevor man ihn endlich gefunden hat. Und ich finde, das ist ein Grad von Einsamkeit, der in Großstädten sehr häufig vorkommt. In jedem Jahr, in jeder Großstadt in Deutschland sind es 300 solche stille Tote, die aufgefunden werden. Und das hat mich damals wirklich alarmiert gesagt, ich muss was finden, um diese Menschen, die zurückgezogen oder rausgeworfen in ihren Wohnungen leben und nicht mehr erreichbar sind, auch selber nicht mehr rauskommen, weil sie in tiefe Einsamkeit gefallen sind, um denen eine Möglichkeit zu bieten, eine Strippe, ein Draht, um wieder rauszukommen. Und ich habe damals in London die Silverline kennengelernt. Das ist das Hilfeangebot, das wir danach gebaut haben als Silbernetz. Und wir sind nicht nur das, was Amira sagte, nämlich diese Hotline, sondern wir sind auch Silbernetz Freundschaft, das heißt Ehrenamtliche, die einmal in der Woche ihren alten Menschen anrufen für ein persönliches Gespräch. Und wir sind die Silberinfo, weil viele alte Menschen wissen überhaupt gar nicht, was es an Angeboten für sie gibt, damit sie wieder rausgehen können. Das ist also diese Dreistufigkeit, die wir mit dem Silbernetz realisieren. Wir haben in den jetzt fast 5 Jahren, die es uns gibt, ungefähr 450.000 Anrufe gehabt, allein an unserer Hotline. Was zeigt, wie sehr wir gebraucht werden. Genau, und vielleicht, ich wollte gerne noch was zu diesem Thema Ursachen von Einsamkeit sagen und auch Zahlen letzten Endes. Sie haben vorhin gesagt, Frau Senatorin, dass es insbesondere die Armut ist, die Einsamkeit beschert. Ja, das sind tatsächlich die höchsten Prozentzahlen, aber es ist ganz genauso. Und das ist was mich erschüttert. Die Bundesregierung hat vor einem Jahr eine Studie 80+ veröffentlicht, wo ausgesagt wird, dass in den Seniorenheimen weit über jeder dritte Bewohner über tiefe Einsamkeit klagt. Und das ist sowas, wo ich denke, doch gar nicht, die sind eigentlich in Gemeinschaft. Was passiert dort, dass diese Menschen so Grund und Boden einsam sind? Wir wollen deswegen ein Projekt bauen, das heißt dann Tandem-Projekt, wo wir versuchen, junge Menschen erstmal übers Telefon mit alten Menschen in Senioreneinrichtungen zu verbinden und dann Freundschaften zu ermöglichen. Dafür fehlt uns noch die Kohle, wir hätten sie gerne. Genau, und das andere, neben Armut und Wohnung, ist es Immobilität, Krankheit, Pflege, die dafür sorgt, dass insbesondere Hochaltrige einsam sind. Und es ist ein weibliches Problem. Weil ab 65 ist die Mehrzahl der alten Menschen
tatsächlich weiblich. Und je älter, desto mehr weibliche Menschen sind es. Und ja, sie leben allein, weil die Ehepartner sind häufig verstorben. Und sie sind dann auch immobil und krank und kommen nicht mehr raus. Und da es auch noch Frauen sind, kümmert sich kaum einer drum, weil die sind eh immer da. Ja, da haben Sie ja die Angebote auch noch mal sehr gut dargestellt. Die Politik hat ja ihre Arbeit tatsächlich wahrgenommen, was eine Reihe von Auszeichnungen, wie zum Beispiel der Roman-Herzog-Preis oder der Verdienstorden des Landes Berlin, doch deutlich zeigt. Welche Unterstützung erfahren Sie eigentlich durch die Politik und wo wünschen Sie sich noch ein bisschen mehr? Wir sind dem Land Berlin sehr dankbar, dass es uns jetzt seit 3 Jahren unterstützt mit einem Teil unserer Stellen. Wir sind inzwischen 32 Beschäftigte beim Silbernetz, 5 Stellen davon finanziert das Land Berlin, obwohl wir deutschlandweit arbeiten. Das heißt, mein Wunsch wäre eigentlich, dass auch alle anderen Bundesländer akzeptieren, dass wir für sie alle, für ihre alten Menschen, die in Einsamkeit schlittern, eine wichtige Arbeit leisten und ihren Teil dazu beitragen, so wie sie es zum Beispiel auch bei den Telefonseelsorgen machen. Da sind wir noch am Arbeiten und auch da unterstützt uns hoffentlich der Senat, weil es wird in diesem Jahr wieder eine MinisterInnenkonferenz geben. Und ich hoffe sehr, dass Berlin dann das Thema Silbernetz dort einbringt und dafür sorgt, dass die Türen sich öffnen, wir auch aus anderen Bundesländern Geld für unsere Arbeit kriegen. Vielen Dank. Ich übergebe an Harald. Ja, nochmal zu Frau Buss. Frau Buss, die Volkssolidarität ist ja Mitgliederverband und betreibt zahlreiche Begegnungsstätten. Was für Angebote halten Sie denn vor für Menschen, die sich einsam fühlen? Wir haben ganz viele, weil Sie es gerade sagten, Seniorenwohnheime. Was wir jetzt sehr intensiv betreiben, ist, dass wir mit unseren Kindergartengruppen, mit unseren Kindern aktiv unsere Seniorenwohnheime besuchen. Es gibt gemeinsame Patenschaften und Partnerschaften, Basteltage, Liedertage, gegenseitige Besuchsdienste und zwar ausdrücklich gegenseitig. Also nicht nur, dass die Kinder in die Seniorenwohnheime kommen, sondern die SeniorInnen auch zu den Kindern. Das ist der eine Punkt, was die stationären Einrichtungen angeht. Wir haben in unseren Begegnungszentren unterschiedliche kulturelle Angebote. Das kann man auch alles auf unserer Homepage sehen, Stichwort Werbeblock. Wir haben vor allem aber auch einen Essensdienst, einen fahrbaren Mittagstisch. Wenn unsere älteren Menschen eben nicht mehr alleine kochen können, stellen wir das zur Verfügung. Und das ist sehr wichtig, weil wir dadurch auch immer den Zugang haben und auch den direkten Gesprächseinstieg. Und manchmal sind unsere FahrerInnen vor Ort tatsächlich die einzigen, die älteren Herrschaften jeden Tag auch sehen. Insofern hilft es uns dann auch durchaus, Angebote weiter zu empfehlen und auch Verknüpfungen herzustellen. Und natürlich, Stichwort aktiver Mitgliederverein, neben der Seniorenwoche, wo wir auch natürlich mit Angeboten vertreten sind, gibt es in jedem Bezirk Begegnungsstätten und da geht es manchmal einfach nur darum, zusammenzukommen und zu sprechen. Auf welchem Weg erkennen Sie, wie Menschen einsam sind oder ob Menschen einsam sind? Wir, ich sagte es ja gerade zum Beispiel über den fahrbaren Mittagstisch, in der ambulanten Pflege ist es ja ähnlich und auch bei haushaltsnahen Diensten haben wir KollegInnen, die regelmäßig auch in die Wohnungen der Menschen gehen und eben auch zum Teil wissen, sie haben keine Angehörigen. Also zum einen ist das mal ein Punkt, wie verschlechtert sich vielleicht auch der jeweilige Zustand, wie kommen sie ins Gespräch. Manchmal ist es so, dass die schon mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen erwartet werden. Das ist der Punkt. Und bei unseren Mitgliedern ist es natürlich so, wenn wir keine Rückmeldung bekommen, wenn sie sich in der Häuslichkeit verschanzen, wenn es für uns schwieriger ist, selbst für jahrelange Freunde oder eben auch Partnerschaften sie zu erreichen, das sind erste Indizien dafür. Sie sind also auch Freunde alter Menschen? Ja, definitiv. Womit ich eine Überleitung schaffen wollte zu unserer nächsten Gesprächspartnerin. Ja, unser Einspieler hat ja schon auch gezeigt, was ihre Initiative, ihr Bestandteil des Kompetenznetzwerks Einsamkeit ist, leistet. Und jetzt dadurch noch mal die Frage, wie erfahren eigentlich Menschen, die es bräuchten, dass es sie gibt? Ja, damit sprechen Sie schon eine der größten Herausforderungen für unseren Verein Freunde alter Menschen an, nämlich die einsamen alten Menschen ab 75 ist unsere Zielgruppe zu erreichen, die wirklich einsam sind.
Denn wie es auch schon Frau Schilling gerade erwähnt hat, ab dem Moment, wo man nicht mehr so mobil ist und nicht mehr so einfach vor die Tür treten kann, vielleicht gerade in den Großstädten, in denen wir vertreten sind, also Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Köln und München, alles Städte mit sehr hohen Mieten. Da ist man dankbar für einen alten Mietvertrag und würde den Teufel tun, aus dem dritten Stock runterzuziehen in eine barrierefreie Wohnung. Das kann man sich gar nicht leisten. Deswegen bleiben viele auf eine Art, ja, man kann schon fast sagen, gefangen in ihren Wohnungen und haben tatsächlich dann manchmal kaum noch Kontakt zur Außenwelt. Also zur Frage, wie wir die alten einsamen Menschen erreichen. Wir versuchen über die, ja, ich sag mal, Akteure im Gesundheitswesen, also Ärzte, Fußpfleger, das passt nicht zu Akteure im Gesundheitswesen, aber Friseure sind ja auch teilweise Psychologen. Das heißt also Multiplikatoren, die wirklich die Arbeit des Vereins kennen, haben wir die Erfahrung gemacht, erreichen wir eigentlich am besten die einsamen alten Menschen. Also nur einen Flyer irgendwo auszulegen, ist unsere Erfahrung, das hilft nicht wirklich. Und dann sind wir natürlich dankbar über Presseartikel, gerade Zeitungen, Zeitschriften, solche Sendungen wie diese hier. Das ist für uns wirklich wunderbar, denn ja, auch diese Zielgruppe geht eben nicht ins Internet. Stichwort, ich bin einsam, wo ist die nächste Selbsthilfegruppe? Das ist dann oft ein Schritt zu weit. Genau. Ich möchte jetzt in dem Zusammenhang auch noch mal ein Problem ansprechen. Fast alle, die hier heute Lösungen anbieten, sind auf Ehrenamtliche angewiesen, wünschen sich viele Ehrenamtliche. Und ich habe jetzt mal für mich die Frage entwickelt, wenn ich mich bei Ihnen, bei einem von Ihnen melden würde, was würde es mir denn eigentlich persönlich bringen, wenn ich dort tätig bin? Ja, ich fange mal an, genau. Also wir haben tatsächlich sehr regen Zulauf von jüngeren Freiwilligen, wobei ich jetzt auch mal betonen muss, jünger ist bei uns jeder, der noch laufen kann. Also wir haben durchaus auch Freiwillige, die selbst im Rentenalter sind und über 70, aber sich einfach engagieren wollen. Also da ist nach oben keine Grenze gesetzt. Wir bieten Besuche an, deswegen ist es ganz gut, wenn die Freiwillige auch mobil ist. Aber genau, also es ist die Motivation, sich bei uns zu bewerben als Freiwilliger oder Freiwillige, sind ganz verschiedene Motive. Allen ist gemeinsam, dass sie ein Interesse an der älteren Generation haben. Und da kann das vielleicht in der eigenen Biografie eine große Sehnsucht nach, oder vielleicht waren die Großeltern positive Figuren und man sucht eine Beziehung in der Art wieder. Manche jüngere Menschen stellen fest, Mensch, ich habe ja alle in meinem Freundeskreis sind genauso alt wie ich, das ist auch langweilig. Oder jetzt hier in Berlin, ich kenne keinen einzigen Ur-Berliner. Ich möchte eigentlich auch mal aus der Warte was über die Stadt erfahren. Wie war es denn früher, als die Mauer noch stand? Das sind höchst interessante Sachen. Wir haben teilweise sogar noch gerade letzte, also ich habe kürzlich ein Interview geführt mit einer alten Freundin aus Köln, die ist im November 99 Jahre alt geworden und konnte mich mit ihr über die Kriegserfahrungen im Zweiten Weltkrieg unterhalten und austauschen. Also das ist einfach unheimlich bereichernde Perspektive. Also die Neugier auf die Geschichte von anderen Menschen, anderen Biografien. Was bringt es einem emotional? Ich verstärke jetzt noch mal die Frage, wenn ich mich engagiere. Frau Schilling vielleicht auch noch mal. Mikro an, ja, vielen Dank. Sie gewinnen Kontakt zu einer Bevölkerungsgruppe, die in unserer Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar ist. Und es ist die Bevölkerungsgruppe, die am vielfältigsten ist, weil sie hat nicht nur unterschiedliche Herkünfte und Geschichten und Erfahrungen und Bildung und sonst was, sondern sie hat eben auch
viele, viele, viele Lebensjahre an Erfahrung. Und das ist das, was Sie emotional und auch intellektuell gewinnen, den Austausch mit Menschen, denen man sonst nie begegnet. Und das ist, wir finden es an unserem Telefon, das sagen alle meine Kollegen, es ist die absolute Bereicherung zu wissen, zu erfahren, wie vielfältig alte Menschen sind, kriegen wir sonst nirgendwo mit. Ja, vielen Dank. Aus Zeitgründen würde ich dann doch an Harald übergeben. Na, Frau Buss hatte sich auch noch vielleicht kurz eventuell noch. Und Herr Witt wollte auch noch, ist klar. Ich möchte nur ganz kurz ergänzen, Sie selber sind dadurch auch weniger einsam und haben den direkten Mehrwert ja auch in der Rückkoppelung der Emotionen, die Sie selber erzeugen, nämlich Dankbarkeit, Freude, Glück. Insofern bringt es sehr, sehr viel. Ja, vielleicht ein Thema dazu. Das bedauere ich leider Gottes, weil ich finde es toll, dass es viele Ehrenamtliche gibt, die sich wirklich engagieren. Das Problem ist nur, und das hören wir immer, wenn jemand ehrenamtlich unterwegs sein möchte, dann muss er sich das auch leisten können. Und das macht mir schon nachdenklich, wenn ich überlege, dass die Ehrenamtlichen wenig oder gar keine Aufwandsentschädigung bekommen. Da geht es alleine schon los, nur mit dem Fahrgeld. Ich rede nur vom Fahrgeld. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist es so, dass sie das nicht mehr erhalten. Jetzt haben wir eingebracht, und das wäre jetzt vielleicht noch mal ein sinnhafter Weg, vielleicht in Richtung Senat, mal drüber nachzudenken, ob alle, die im Besitz einer ehrenamtlichen Karte sind, kostenlos öffentliche Verkehrsmittel nutzen können. Und das ist kein Dankeschön, sondern aus meiner Sicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Gut, vielen Dank. Wir müssen jetzt wirklich leider in größeren Schritten vorangehen. Ich möchte nämlich noch, dass unsere Selbsthilfegruppe zu Wort kommen kann, und das macht Harald. Ja, Frau Behrendt, Sie haben gemeinsam mit Ihrem Mann in Bernau bei Berlin eine Selbsthilfegruppe Einsamkeit gegründet. Wie kommt man auf so eine Idee? Mikro. Ja, Entschuldigung. Also die Idee besteht ja schon sehr lange. Seit etwa 8 Jahren betreue ich ehrenamtlich ältere Herrschaften, Damen. Die eine ist leider schon gestorben, die andere ist im Pflegeheim. Da zählt dann dieses Ehrenamt nicht mehr, was ich bedauere. Aber ich werde sie noch persönlich und privat besuchen. Dieses hat sich ergeben in diesem Jahr, 23, was wir jetzt in die Wege gebracht haben. Wir haben uns leider auch so genannt, nicht wissend, dass es das schon gibt, gemeinsam gegen einsam. Wir wollten nämlich preiswert einen Raum mieten in Bernau. Und der ist uns bewilligt worden, weil wir eine Selbsthilfegruppe gegründet haben. Das ist uns über eine Dame möglich gemacht worden aus Eberswalde, die zu einem Behindertenverband mitgehört. Sie war selbst auch krebskrank, und da gibt es dann diese Selbsthilfegruppe krebskrank. Und sie hat sich jetzt das auf die Fahne geschrieben, diese Vereine zu gründen unter unterschiedlichen Themen. Und uns war es wichtig in der ersten Phase, die wir Menschen mit begleitet haben, auch für das Gedächtnis einiges zu tun. Denn das Gedächtnis lässt auch sehr nach, wenn man immer einsam ist, wenn man alleine ist und nur immer Kreuzworträtsel macht. Wir machen das etwas anders, etwas aufwendiger. Ich habe die Aufgabe, dort Unterlagen vorzubereiten. Die werden verteilt, und in etwa 2 bis 3 Stunden wird natürlich auch über alles Mögliche, was unsere Mitfreunde betrifft, wird da diskutiert und ausgearbeitet. Das gibt sehr viel Freude. Es gibt Kaffeekuchen jedes Mal. Darauf freuen sie sich, und niemand muss also in dieser praktisch eine Wohngemeinschaft, die wir also angeregt haben, kommt doch zu uns, wir machen das, und wir können für 1 Euro diesen Raum im Monat mieten. 1 Euro, das macht die Stadt Bernau, und ja, und das läuft sehr gut. Also vielleicht kann ich gleich noch mal einhaken. Sie beschreiben das so schön. Waren Sie denn selbst auch schon von Einsamkeit betroffen? Oh, das ist lange her. Ich habe ein Jahr dieses Gefühl ganz körperlich gespürt. Du fühlst dich krank. Wie wird es von Peter, war das, ne, gehört haben? Dieses Gefühl zieht dich sowas in so ein tiefes Loch. Du kannst dir das gar nicht erklären. Wieso ist das? Ich kann ferngucken, ich kann lesen, ich kann alles. Du bist wie gefesselt. Und das hat sich dann ergeben. Ich war viele Jahre in Schleswig-Holstein, bin wegen der Arbeit hingegangen.
Und als ich zurückkam und meinen Kopf in diesem Jahr frei bekommen habe, also wieder einen persönlichen Anfang wiedergefunden habe, tauch ein ins Leben, das kann nicht so weitergehen. Da hat das gar nicht lange gedauert. Ich war in Berlin, ich habe einen neuen Mann kennengelernt, der sitzt auch da hinten im Publikum. Mein lieber Rolf Behrendt, der über 20 Jahre im mobilen Pflegedienst gearbeitet hat in Berlin. Jetzt leben wir also beide in Bernau. Und der also auch dieses kennt, für andere Menschen da sein. Da wären wir auch wieder beim Ehrenamt. Das Ehrenamt, das befruchtet mich selber auch. Das macht mich selber auch glücklich, mit den Leuten zu sprechen, mit den alten Damen. Es waren immer Damen, die ich betreut habe. Und es bringt mich weiter in dem Gefühl, Mensch, mir geht's gut, mir geht's gut. Es ging anderen sehr viel schlechter. Du kannst besser relativieren und es macht glücklich, für andere da zu sein. Wie sind Sie denn an die Einsamen gekommen? Die sind ja bestimmt nicht irgendwie also, an hier gerufen. Oder ja, so. Das ist ganz interessant. Wir wollten gerne eine Räumlichkeit haben, für die wir nichts bezahlen müssen. Also dieser eine Euro ist ja praktisch, also wie sagt man, ja, symbolisch, danke. Und wir haben in unserem Hause Damen und Herren in unserem Alter auch gefunden. Wir verstehen uns alle gut und die kommen alle. Und wir sind jetzt 10 Leute, mehr passen nicht rein, mehr schaffe ich nicht zu kopieren an Unterlagen. Und das läuft insofern gut und wird gut angenommen. Es geht um Gedächtnistraining. Letzte Frage, wie oft treffen Sie sich? Einmal in der Woche. Okay. Gut, dann möchte ich mich zunächst mal für die Gesprächsrunde bedanken. Wir lassen mit 2 Dingen unsere 1,5 Stunden jetzt vielleicht dann leider schon ausklingen. Wir hören zunächst noch mal von Michael Seidler Milonga und dann zum Schluss den Einspieler, wie Peter aus der Einsamkeit gefunden hat.
Herr Braun. Ja, vielen Dank für diese Runde. Zum Schluss hören wir noch die Ode an die Melancholie, frei nach Beethoven.